Das Risiko einer Brustkrebserkrankung zu mindern bedeutet, dass man an einer regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung teilnimmt. Dabei wird ja das sogenannte Screening angeboten. Frauen ab dem 50. Lebensjahr bis zum 69. Lebensjahr werden alle 2 Jahre eingeladen zu einer Screening-Untersuchung, zu einer Mammographie. Bei auffälligen Befunden wird dann noch eine Ultraschalluntersuchung der Brust durchgeführt und sollten dann Befunde abklären. Erklärungsbedürftig sein wird, eine sogenannte Stanzbiopsie entnommen. Diese Vorsorgeuntersuchungen sind extremst wichtig, weil wir hier hoffen, dass wir kleine Befunde sehen, dass wir auch Vorstufen einer Brustkrebserkrankung rechtzeitig erkennen, die man ja auch zu 100% heilen kann. Ferner ist es wichtig, eine regelmäßige Bewegung zu haben, regelmäßig spazieren zu gehen, zu walken. Man muss jetzt keinen Extremsport betreiben, aber sich durchaus bewegen, auf gesunde Ernährung zu achten, wenig Alkohol zu trinken und nach Möglichkeit nicht zu rauchen. Dann muss noch unterschieden werden bei der Gruppe der Patientinnen, die gegebenenfalls eine genetische Komponente haben, einen vererbbaren Brustkrebs. Die Patientinnen bedürfen einer ganz intensiven Vorsorgeuntersuchung mit regelmäßigen MRT, also Untersuchungen der Brust, aber auch Mammographien und Ultraschalluntersuchungen. Heutzutage erfolgt die Abnahme einer Brust eigentlich nur noch in seltenen Fällen. Früher hat man ja sehr großflächig operiert, die Brust entfernt, alle Lymphknoten aus der Achselhöhle entfernt. Und man geht ja immer mehr dahin, dass man die Brust erhält. Jetzt wird nur noch der sogenannte Wächterlymphknoten aus der Achselhöhle entfernt. Und also zu minimalen Operationen. Es gibt sicherlich noch Indikationen, wo man eine Brust entfernen muss, wenn zum Beispiel auch eine Krebserkrankung der Haut mit vorliegt, wenn die ganze Brusthaut mit betroffen ist, eine sogenannte Inflammatio vorliegt, dann kann man leider auch nach einer erfolgten Chemotherapie nur die Brust entfernen. Auch die Brustwand muss im Anschluss dann bestrahlt werden. Aber viele Befunde kann man heutzutage gut brusterhaltend operieren, auch mit plastisch-rekonstruktiven Operationen, die man anwendet, auch wieder eine Brust rekonstruieren. Aber der Anteil der Patientinnen, bei denen die Brust erhalten bleiben kann, liegt mittlerweile fast bei 90%. Also es ist deutlich gestiegen. Eine Chemotherapie wird angewandt bei bestimmten Formen von Brustkrebs. Wir haben zum einen die Möglichkeit, eine Chemotherapie durchzuführen vor einer Operation bei bestimmten Tumortypen. Da können wir dann auch während der Chemotherapie beobachten, wie der Knoten sich verkleinert, verändert, gegebenenfalls die Chemotherapie auch dementsprechend noch einmal anpassen. Wenn eine Chemotherapie nach einer Operation erfolgt, gibt es auch bestimmte Faktoren, die dann dafür sprechen, die Chemotherapie durchzuführen. Diese wird immer in einer onkologischen Tumorkonferenz mit allen Experten besprochen und dann ganz ausführlich mit der Patientin erörtert und ganz individuell ein Behandlungskonzept für die jeweilige Patientin zurechtgelegt. Musik.